Also Sexualität, wie, ist das so einfach? Kann man sich zurücklehnen und fallen lassen? Gibt es irgendwas, was man als Frau dann können muss, bringen muss? Also Probleme mit, so, mit fallen lassen oder so habe ich häufig gar nicht. Ah. Also ich mache mir da gar keinen Kopf drüber. Ich meine, jeder guckt heutzutage Pornos, ja, sie sind überall verfügbar. Als ich aufgewachsen bin, war das eigentlich noch nicht so. Also so richtig viel drüber geredet hat man in der Schule auch nicht. Also eigentlich gar nicht. Und deshalb hatte ich jetzt nie irgendwie ein Bild im Kopf, was ich jetzt können müsste. Nee, das ist irgendwie spannend. Ich glaube, Männer sind doch dann eher so morgens eher orientierter. Die berühmte Morgenlatte. Ich muss zu früh aufstehen. Keine Die will, ist das denn Frauensache, wenn der Mann jetzt so ein, ob ich jetzt Ständer, Morgenlatte, also Erektion, muss man da was mitmachen? Nö. Morgens? Nö. Grundsätzlich muss man gar nichts, aber nö. Also Thema so Leistungsdruck. Also es hört sich an, als ob ihr keinen habt. Haben die Jungs einen? Ich glaube, dass jeder so mal sich solche Gedanken macht. Aber also ich glaube, das wäre auch unnormal, wenn so ein Gedanke nicht mal kommen würde. Aber es ist ja eine Frage, ob ich mich davon bestimmen lasse oder ja, nicht. Ja, das ist wahr. Aber was wäre das denn bei einer Frau? Naja, jedes Mal auf Knopfdruck zum Orgasmus kommen, am besten mehrfach, jederzeit Lust haben, sowas halt. Aber interessant, mir fällt gerade ein, dass mit dem Druck, ne, zum Kommen zu müssen, deswegen spielen ja so viele Frauen vor, weil die genau wissen, ich müsste jetzt kommen. Ich kann es nicht, ich tue immer so. Ja, ne? Ich da finde gibt's das ja aber auch grundsätzlich legitim. Vorzuspielen. Ja, mal ja. Das ist nämlich auch wieder so ein Druck, wenn man sagt, man darf das gar nicht machen. Muss, nee, du musst das, was du möchtest. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, da jetzt eine Diskussion anzufangen, wo es an es jetzt gelegen hat, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ja. Und es hat mir nämlich trotzdem Spaß gemacht. Das dann, ist ja deine Wahl, genau. Ja. Genau. Also, finde ich eine gute Einstellung. Weiß ich nicht. Was ist denn so mit dem Stehvermögen des Mannes? Wie wichtig ist das? Da wird gegrinst hier drüben. Das sind eine Generation gleich. Also ich glaube nicht, dass da auch sich was ändert. Ist das wichtig? Naja, also ich meine, ich lege jetzt nicht die Stoppuhr daneben, aber ich meine, also über eine Minute sollte es vielleicht schon kommen.